Hallo, ich bin's wieder, Matthias Otte von der Bundesnetzagentur. Ja, Corona sorgt auch weiter für heftige Bremsspuren bei unseren Genehmigungsverfahren. Jetzt aber ist uns der Gesetzgeber zu Hilfe gekommen mit dem Planungssicherstellungsgesetz. Jetzt gibt es ja einige, die meinen, die Beteiligung würde hier auf der Strecke bleiben. Dem ist aber nicht so. Vielmehr wird die Beteiligung modifiziert und an einigen Stellen auch digitalisiert, um in den Genehmigungsverfahren weiterzukommen. Warum ist das so wichtig? Weil der Netzausbau von überragender Wichtigkeit für das Gelingen der Energiewende ist. Und deswegen hat sich der Gesetzgeber entschlossen, hier Möglichkeiten zu schaffen, wie auch in Corona-Zeiten die Verfahren weitergeführt werden können, aber ohne dass die Beteiligung dabei auf der Strecke bleibt. Und das ist auch uns als Bundesnetzagentur ganz wichtig, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit sichergestellt ist. Wenn Sie dazu noch weitere Fragen haben, schauen Sie auf netzausbau.de, rufen Sie den Bürgerservice an oder verfolgen Sie unsere Social-Media-Kanäle.